Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schulz von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, um es gleich vorab zu sagen, unsere Meinung zu Ihrem Gesetzentwurf hat sich seit Dezember nicht verändert. Aber da ich diesmal mehr Zeit habe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um unsere Position ausführlich zu erklären. Dazu als Erstes ein Überblick über die gegenwärtige Lage auf dem Immobilienmarkt und im Feld der Demografie. Die hessische Bevölkerung ist von 2014 bis 2018 um ca. 200.000 Personen gewachsen. Bei einer Wohnfläche pro Kopf von laut Statista 46,7 Quadratmeter in 2018 resultiert aus diesem Zuwachs ein zusätzlicher Wohnflächenbedarf von ca. 9,4 Millionen Quadratmeter. Selbst wenn man die Grundstückskosten nicht mit einberechnet, wäre zur Deckung dieser Bedarf eine Bauleistung von über 28 Milliarden € zu erbringen. Eines der größten deutschen Bauunternehmen ist Züblin. Es erbringt den ganz überwiegenden Teil seiner Jahresleistung in Deutschland. Selbst das sind aber nur 2,7 Milliarden €. Wer rechnen kann, der begreift, die zehnfache deutsche Jahresleistung von Züblin wäre also erforderlich, um auch nur den Wohnflächenbedarf aus dem vorgenannten Bevölkerungswachstum abzudecken. Vergessen wir bitte nicht, und das will ich hier deutlich gesagt haben, diese steigende Wohnraumnachfrage resultiert unter anderem aus der anhaltenden Zuwanderung. Ja, um diese anormale Nachfrage abzudecken, wollen die Regierungsfraktionen jetzt durch eine einzuführende Typengenehmigung Genehmigungsverfahren verkürzen und Kosten einsparen. Die Kollegen von der FDP haben erkannt, dass eine mangelnde Verfügbarkeit von Wohnraum zu steigenden Mietpreisen führt. Lassen Sie mich Ihnen herzlich zu dieser Erkenntnis gratulieren. Sie schlagen deshalb eine Entbürokratisierung der Baugenehmigungsverfahren vor. Eine Typengenehmigung wird von Ihnen angesehen als ein Mittel, um serielles und damit kostengünstiges sowie schnelleres Bauen zu fördern. Der Gesetzgeber hat z.B. über das genehmigungsfreie Vorhaben bzw. das vereinfachte Verfahren nach § 65 der HBO dafür gesorgt, dass man die Möglichkeit hat, schon wenige Wochen nach der Einreichung seines Antrags mit dem Bau zu beginnen. Dieser Zeitraum wird auch in der Regel für die Vergabe der Bauleistung genutzt. Wir können zwar deutlich beobachten, dass die eher durch kleinere Unternehmungen geprägte hessische Bauwirtschaft das wirtschaftliche und kostengünstige Bauen erfolgreich umsetzt, das der Wohnungsmarkt derzeit erfordert. Die errichteten Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sowie die kleineren und mittleren Mehrfamilienhäusern reichen aber unter den gegebenen Umständen leider nicht zur Deckung unseres Bedarfs aus. Bei großen Wohnanlagen hingegen gibt es ein anderes Problem. Überlegen Sie einmal, was für Faktoren hier beachtet werden müssen. Es sind die Begebenheiten eines Grundstücks, z.B. Hang oder Eben, die Sonnenausrichtung des Baukörpers, Stichwort Wärmeschutznachweis, die jeweiligen umliegenden Bebauung, z.B. Wohn- und Gewerbemischgebiete, Industrie und schließlich auch die regionalen und baurechtlichen Vorgaben. Das alles zusammengenommen ergibt eine völlig unüberschaubare Vielzahl von Typen. Und diese Vielzahl wird schwerlich von einer einzigen Typengenehmigung auch mit Hunderten von Seiten erfasst werden können. Jede einzelne Änderung einer gesetzlichen Vorgabe oder auch nur ein technischer Fortschritt ziehen eine Aktualisierung bzw. Neuvergabe der Typengenehmigung und somit einen noch höheren bürokratischen Aufwand nach sich als den, den wir jetzt schon haben. Eine Typengenehmigung würde zudem höchstens einen Teil der bauordnungsrechtlichen Prüfung im Baugenehmigungsverfahren ersetzen. Sie dürfte z.B. wegen der objektspezifischen und regionalen Anpassungen zumindest im frei finanzierten Wohnungsbau weder zu schnellerem noch zu günstigerem Bau führen. Und wir als AfD sagen ganz deutlich,
ohne den frei finanzierten Bau zu begünstigen, wird man keine Entspannung des Wohnungsmarktes erreichen können. Vielleicht wird es eine Zeitersparnis beim öffentlichen Wohnungsbau geben, der vergaberechtlichen Anforderungen genügen muss. Ob aber z.B. vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen ausgelobten Planungs- und Bauleistungen am Ende auch wirklich über Bietergemeinschaften zu einem qualitätsvollen und kostengünstigen Bau führt, das steht noch immer in den Sternen. Ganz zu schweigen von der Rentabilität der Rahmenverträge, die Sie vorschlagen. Die Arbeitsgemeinschaft Zeitgemäßes Bauen stellt fest, dass der Lebenshaltungskostenindex in den letzten 20 Jahren um 32% anstieg. In dieser Steigerung ist selbstverständlich auch die 3%ige Mehrwertsteuererhöhung des ersten Kabinetts Merkel enthalten. Vergleichen Sie diese 32% mit dem Bauwerkskostenindex, der die Verschärfung in den Bereichen Energieeinsparverordnung, erneuerbare Energien, Wärmegesetz, Barrierefreiheit, Standsicherheit, Brand- und Schallschutz sowie Schnee-, Sturm- und Erdbebensicherheit berücksichtigt. Diesem Index zufolge sind die Baukosten für Wohngebäude im Vergleich um 65% gestiegen. Das ist mehr als das Doppelte des Lebenshaltungskostenindex. Bundeseinheitlich belief sich die Grunderwerbsteuer bis 2006 auf 3,5%. In Hessen wurde der Steuersatz 2013 mit 5% festgesetzt und dann 2014 noch einmal auf 6% angehoben. Wenn ein bebautes Grundstück verkauft wird oder Grundstücks- und Hausbauvertrag ein einheitliches Vertragswerk bilden, dann wirkt auch hier die Grunderwerbsteuer weiter enorm kostentreibend. Ich betone an dieser Stelle ganz klar, jede Entbürokratisierung und somit auch diejenigen Baugenehmigungsverfahren wird von der AfD nicht nur gefordert, sondern selbstverständlich auch grundsätzlich begrüßt. Wir haben uns mit Ihren Vorschlägen eingehend beschäftigt und darüber diskutiert, bevor wir eine Entscheidung gefällt haben. Wir sind nicht nur dagegen, um dagegen zu sein. Wenn die Regierung aber das Bauen wirklich kostengünstiger gestalten möchte, dann müsste sie zuallererst und vor allem an den großen Kostenblöcken, also dem vom Gesetzgeber übertriebenen vorgegebenen Qualitäts- und Anforderungsänderungen sowie der Grunderwerbsteuer ansetzen. Die AfD-Fraktion sieht derzeit keinen Sinn in einer Typengenehmigung zur schnelleren und kostengünstigeren Befriedigung der Wohnraumnachfrage. Zuletzt noch ein weiterer Grund für unsere Entscheidung, was fast schon eine Frechheit ist, das ist, dass Sie die Nutzung von Typengenehmigungen auch zur erleichterten Errichtung einer Mobilinfrastruktur wollen. Das widerspricht nun nicht nur der gebotenen Normenklarheit, regionalen Vorgaben zur Höhe von baulichen Anlagen und etwaigen Orts- und Gestaltungssatzungen, sondern das ist auch aus unserer Sicht ganz klar ein trojanisches Pferd, was Sie dem hessischen Bürgern unterjubeln wollen. Die AfD ist die einzige Partei, die sich ganz klar auch im Ausschuss gegen 5G ausgesprochen hat. Sie hatten 6 Jahre Zeit für den Ausbau von 4G und haben es nicht geschafft. Jetzt wollen Sie von Ihrem Pfusch ablenken und einen wegen höherer Frequenzen noch aufwendigeren Ausbau vorantreiben. Selbst wenn der Ausbau simpel wäre, dann bräuchte man dafür Masten in so geringen Abständen, dass es bei uns im Nachhinein aussehen würde wie in der DDR. Schließlich kommt noch etwas anderes hinzu. Angesichts derzeit noch völlig ungeklärten gesundheitlichen Gefährdungen durch 5G tun Sie natürlich gut daran, dieses Thema völlig zu verschweigen in Ihrem albernen Hochglanzwerbeprospekt aus dem Wirtschaftsministerium. Aber wir wollen dazu nicht schweigen. Die völlig unkritische Übernahme neuer Technologie aus den Ländern wie der Volksrepublik China, wo die Gesundheit des Einzelnen bekanntlich keinen sonderlichen hohen Stellenwert genießt, halten wir für völlig unverantwortlich. Dass Ihre vermeintlichen Experten zu dem Thema fast ausschließlich für Telefonanbieter arbeiten, macht sie auch nicht glaubwürdiger. Wir haben ernste Bedenken, was 5G anbelangt, und dass wir mit dieser Meinung nicht alleine stehen, kann man an unseren europäischen Nachbarn sehen. In der Region Brüssel wurde der Ausbau von 5G noch letztes Jahr restlos auf Eis gelegt, solange keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, die die Unschädlichkeit von 5G belegen. Seither hat in dieser Hinsicht nichts geändert.
Also werden auch wir unsere Position nicht ändern. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abg. Schulz. Als nächstes hat sich der Abg. Schalauske zu Wort gemeldet von der Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich meine, wenn man sich das so angehört hat, was wir uns eben anhören müssten, da könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass es kein Wunder ist, dass bei der AfD kein Interesse an Brandschutz besteht, bei den Brandreden, die da zum Teil von rechts außen auf allen Ebenen gehalten werden. Aber das ist vielleicht noch einmal ein anderes Thema. Ansonsten lohnt es sich gar nicht weiter, sich mit Ihrem Beitrag zu befassen. Und, Frau Kollegin Förster-Heldmann, Sie müssen mir schon die Bemerkung gestatten, wenn ich Ihre Reden so höre, die ja auch nicht immer einen größeren Neuigkeitswert beinhalten, dann würde ich mir manchmal wünschen, dass es nach Debatten bei Ihnen öfter mal klingelt. Also ich vermisse nicht zu wenig Klingeln, sondern ich würde mir mehr Klingeln wünschen. Jetzt haben wir ja nicht zum Ersten, ist ja keine große Schärfe, das werden wir schon noch vertragen hier miteinander. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir über die Neuregelung der Hessischen Bauordnung und über die Einführung der Typengenehmigung hier miteinander im Plenum diskutieren. Und da finde ich, Frau Kollegin Förster-Heldmann, wenn Sie bei der Typengenehmigung von einem feinen, kleinen Handwerkszeug sprechen, dann frage ich mich doch, ob Sie eine andere Anhörung wahrgenommen haben als viele andere, weil in der Anhörung eindeutig herausgekommen ist, dass die Hoffnungen, die in die Typengenehmigung gesteckt werden, nicht besonders groß sind. Da will ich auch gleich noch einiges zu sagen. Aber sei es drum, machen Sie sich keine Sorgen. Ich will jetzt auch keine große staatstragende Rede halten. Ich will aber dann doch noch einmal deutlich machen, dass wir von Beginn an gesagt haben, man kann das machen mit der Typengenehmigung. Einer solchen Einführung steht nichts Grundsätzliches im Wege. Allerdings wichtig ist uns, keine Kompromisse bei Sicherheit, bei Brandschutz, bei sozialökologischer Erneuerung und dann eben vor allem auch bei Barrierefreiheit. Das hat jetzt noch keine so große Rolle hier leider gespielt. Und jetzt sieht man, dass in dem Gesetzentwurf, und so wurde das in der Anhörung auch deutlich, das haben wir anders wahrgenommen als der Kollege Kasseckert, dass es bei der Anerkennung von außerhessischen Typengenehmigungen durchaus Gefahren gibt, auf die in der Anhörung auch vereinzelt hingewiesen wurde. Es wurde gewarnt vor einem Konkurrenzkampf um niedrigste Standards. Und ich finde, hier müssen wir alle miteinander wachsam sein, dass nicht durch die Hintertür eine Nivellierung nach unten stattfindet. Doch auch wenn Sie diese Befürchtungen, und das ist ja in den Reden deutlich geworden, letztlich nicht teilen und sich diese Befürchtungen auch nicht bewahrheiten, bleibt ein anderes zentrales Problem, das ich in Replik auf die Kollegin Förster-Heldmann gerade schon angesprochen habe. Die Einführung dieser Typengenehmigung leistet überhaupt keinen wesentlichen Beitrag zu den zentralen wohnungspolitischen Aufgaben unserer Zeit, nämlich dem Kampf für mehr bezahlbarer Wohnraum. Dass wir mit dieser Einschätzung richtig liegen, hat die Anhörung sehr, sehr deutlich gezeigt. Und der Kollege Lenders hat gesagt, die Typengenehmigung, die wird die Welt nicht aus den Angeln heben. Ja, das ist wohl richtig. Und das ist auch das Problem. Weil um die Misere auf dem Wohnungsmarkt zu lösen, müsste man schon einiges aus den Angeln heben. Und da ist auch die Typengenehmigung kein Mosaikstein, sondern maximal ein Mosaiksteinchen. Denn es war, und das zeigt die Anhörung, nicht nur wir als LINKE, sondern es waren die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, der Architekten und der Stadtplaner und zum Teil sogar die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft selber, die große Zweifel hat, ob die Typengenehmigung tatsächlich zu einem schnelleren und kostengünstigeren Wohnungsbau führt. Und die Neuregelung betrifft in Wirklichkeit nur ein sehr kleines Segment des Wohnungsbaus, in dem noch dazu überwiegend Großunternehmen tätig sind. Für die überwiegende Mehrzahl der Wohnungsbauprojekte in Hessen wird sich gar nichts ändern. Keine Beschleunigung, keine Kostenersparnis und nichts dergleichen. Und sonst ist es ja so, dass Sie die Stimmen aus der Immobilienwirtschaft ja immer sehr, sehr ernst nehmen. Dann müsste doch, und das richte ich jetzt an die Kolleginnen und Kollegen von CDU, Grünen und FDP, dieses Ergebnis aus der Anhörung doch auch ein Stück weit zu denken geben.
Nicht überzeugend, das ist hier auch schon angesprochen, finden wir den Hinweis aus den Reihen der Architekten, durch serielles Bauen sei eine Wiederkehr des Plattenbaus zu befürchten. Und Kollege Lenders hat es ja auch angesprochen, hat selber gesagt, davor braucht keiner Angst zu haben. Das, glaube ich, ist auch richtig, zumal ich diesen Vorwurf zugegebenermaßen etwas skurril finde, wenn ich dabei an die ästhetisch nicht besonders ansprechende, zuweilen auch einfallslose und langweilige Investoren- und Bankenarchitektur in der Metropole Frankfurt am Main denke. Es gibt ja Gründe, ich glaube, es gibt Gründe, warum die Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel in Berlin im Gespräch sind, UNESCO-Weltkulturerbe zu werden und nicht das Europaviertel in Frankfurt am Main. Also die Sorge sozusagen um Plattenbau, die braucht sich da niemand machen. Unabhängig jetzt von diesen Details der Fachdebatte, der Ansatz, mit der Sie die Neuregelung der Hessischen Bauordnung begründen, der bleibt ja, und da sind sich viele Fraktionen hier einig, vor allem Bauen, Bauen, Bauen ist das Mittel der Wahl, um die Wohnungsfrage zu lösen. Wir sind da anderer Meinung, uns überzeugt das nicht. Wir glauben, man muss anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die Bodenspekulation vorzugehen. Wir wollen ein wirklich umfassendes Programm für den sozialen Wohnungsbau in öffentlicher Hand. Und wir brauchen endlich ernstzunehmende Maßnahmen in Sachen Mieterschutz. Und solange man diese Maßnahmen nicht ergreift, können Sie an der einen oder anderen Stelle an der Hessischen Bauordnung herumdoktern. Sie können mit kleineren Maßnahmen an der Hessischen Bauordnung herumdoktern. Den Menschen in den Städten in Hessen wird das nicht viel helfen, vor allem den Menschen, die täglich mit Mietenwahnsinn und die mit Verdrängung zu kämpfen haben. Und da habe ich dieser Debatte sehr genau zugehört. Und es ist sehr viel über die Sorgen gesprochen worden, Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Bau- und auf die Immobilienwirtschaft. Auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lage der Mieterinnen und Mieter, die mit Einkommensausfällen, die mit Arbeitsplatzverlusten zu kämpfen haben, das ist viel zu wenig zur Sprache gekommen. Und die Zahl derjenigen, die die Miete sich nicht mehr leisten können, die wird in der Krise noch dramatisch anwachsen. Und deswegen müssen wir uns diesen Problemen widmen. Und ich will an der Stelle, Frau Kollegin Förster-Heldmann, noch einmal daran erinnern, wir haben ja gar nicht so lange her, in der letzten Plenarwoche, die ist ja nicht so lange her, ja auch über den Mietendeckel noch einmal diskutiert, auch auf Antrag der SPD-Fraktion. Und aus unserer Sicht hat es ja auch das ganze Elend hier der hessischen Wohnungspolitik, der schwarz-grünen Wohnungspolitik ja noch einmal gezeigt. Statt in Zeiten von Corona die soziale Lage der Mieterinnen und Mieter in den Fokus zu nehmen, haben sich damals CDU, Grüne und auch die FDP einen Überbietungswettbewerb darin geleistet, wer die Interessen der Immobilienwirtschaft letztlich am besten voranbringt. Ganz unter dem Motto, wenn es der Immobilienwirtschaft gut geht, dann geht es auch den Mieterinnen und Mietern gut. Ich glaube, dass diese Herangehensweise ein Trugschluss ist. Und wenn man bei der Nassauischen Heimstätte aktuell die Mieten nicht erhöht, was wir richtig finden, dann sollte man das, was man bei der Nassauischen Heimstätte gut und richtig findet, auch endlich für die gesamte Wohnungswirtschaft festschreiben und endlich auch von den privaten Wohnungsvermietern verlassen in Form eines Mietendeckels. Also, wir brauchen statt ein Blick auf die Interessen der Wohnungswirtschaft, vor allem ein Blick auf eine gerechte Verteilung der Krisenkosten. Wir müssen eine Politik machen, die im Interesse der vielen Mieterinnen und Mieter in diesem Land ist, mit geringem und mittlerem Einkommen, die in Zukunft wahrscheinlich eher mehr Geld für die Miete ausgeben müssen, Geld, das im Moment in Zeiten der Corona-Pandemie immer knapper wird. Sie kennen alle die Zahlen über den Rückgang in der Wirtschaft, über Entlassungen, Mietausfälle. Und Sie kennen vielleicht auch die Zahlen, wie die Lage denn von großen Wohnungsunternehmen ist, wie Vonovia und Deutsche Wohnen. Die sind nur ein Teil des Wohnungsmarkts, das ist völlig klar, aber die in dieser Situation tatsächlich noch Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Und ich glaube, da müssten wir eigentlich ansetzen, wenn wir eine sozial orientierte Wohnungspolitik hinbekommen wollen. Und stattdessen diskutieren wir über kleine Reformchen in der Hessischen Bauordnung. Die kann man machen. Sie lösen aber die grundsätzlichen Probleme am hessischen Wohnungsmarkt nicht. Da brauchen wir ganz andere Maßnahmen, und über die müssen wir endlich wieder dringend diskutieren.
Für die Landesregierung hat nun Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben uns intensiv vorbereitet. Wir haben auch intensiv diskutiert im Landtag, im Ausschuss, mit Verbänden. Und wenn ich das mal sagen darf, gibt es zwei Bereiche jetzt dieser Novelle, dieser kleinen Novelle, nämlich die Beschleunigung beim Wohnungsbau und auch der Mobilfunkausbau. Und vielleicht zuerst zur Frage Wohnungsbau. Das ist ja etwas, was uns alle eint, dass wir nämlich der Auffassung sind, dass wir mehr und auch neuen bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen. Und dann ist die spannende Frage, gibt es da den einen Königsweg? Da sage ich, nein, den gibt es nicht, sondern es gibt nur ein Bündel von ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen. Bei manchen sind wir uns alle einig, bei anderen sind wir noch sozusagen am Diskutieren. Aber ich glaube, die Typengenehmigung kann ein Bereich sein, der dazu beitragen kann, dass eine größere Anzahl von Wohneinheiten schneller und effizienter realisiert werden kann. Die zweite Frage ist immer die, diskutiert wird über die Frage, was ist vergleichbar oder nicht vergleichbar. Da will ich noch einmal darauf hinweisen, dass ja alle immer sagen, möglichst keine Sonderwege. Und dann aber gesagt wird, aber jetzt ganz schnell in einzelnen Punkten. Wir haben an dieser Stelle, und das ist der Unterschied zur Situation, Frau Kollegin Barth, von vor zwei Jahren, eine Änderung in der Musterbauordnung gehabt, die wir jetzt da nachvollziehen. Und ich finde, an dieser Stelle macht das auch Sinn. Und, Herr Schalauske, man muss an der Stelle auch länderübergreifend denken. Weil eine Typengenehmigung, die dann wieder in jedem Land einzeln gemacht würde, die hätte ja gar keinen Sinn. Also da muss man am Ende, wenn man sagt, es soll beschleunigt werden, in den sauren Apfel oder in den süßen Apfel, je nachdem, beißen und sagen, wir erkennen wechselseitig an, was andere Länder anerkannt haben. Das ist am Ende. Sonst hätten wir eine Situation, dass, gucken Sie mal im südhessischen Bereich, da sind Sie sehr schnell in drei unterschiedlichen Ländern. Also an dieser Stelle glaube ich, da ist das aus meiner Sicht völlig klar, dass man dann an dieser Stelle das automatisch anerkennen muss. Sonst könnte man es auch lassen. Und dementsprechend glaube ich, sind wir da gut beraten, das so zu tun. Wir jedenfalls wollen das Regierungspräsidium Gießen als zuständige Stelle betrauen. Ich bin sehr sicher, die machen ja auch schon die sogenannten fliegenden Bauten, die übrigens nicht fliegen, nur nebenbei. Und ich glaube, da haben wir eine gute Stelle gefunden, eine sehr kompetente und erfahrene Bündelungsbehörde. Bei der Frage Verlust der Baukultur sage ich ausdrücklich, ich teile die Befürchtung nicht. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Und man kann seriell Entschuldigung, Unsinn machen, man kann aber auch ohne serielle Vorgaben Unsinn machen. Und andere Sachen wiederum, Stichwort, wann ist was Kulturerbe oder Denkmalschutz, erschließen sich einem auf den ersten Blick auch nicht. Der Kollege Oliver Stiebeck war dabei, als der damalige Offenbacher Oberbürgermeister Gerhard Grantke erfuhr, dass das Rathaus unter Denkmalschutz gestellt wurde. Sein spontaner Ausruf war, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vorher angezündet. Ich wiederum kann sagen, wenn man mal davor steht, vor diesem wunderbaren Bau des Brutalismus, und sich mal ein bisschen erklären lässt, was die Idee dahinter ist, dann kann man durchaus verstehen, dass das ein besonderer Bau seiner Zeit ist. Also, wie gesagt, es kommt immer auf den Blickwinkel an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber Stichwort, weil die Kollegin Barth es angesprochen hat, Beschleunigung, was die Genehmigungen angeht. Ich glaube, in Südhessen haben wir ein Sonderproblem. Das ist aber eigentlich ein gutes. Den einen Grund hat die Kollegin Förster-Heldmann schon angesprochen. Es fehlt schlicht an Personal. Das sind übrigens keine Landesbehörden. Das sind ja Behörden der Kreise und Städte, weil es da teilweise nicht eingestellt worden ist und teilweise auch nicht gefunden wird. Und das Zweite ist, und das ist eher ein gutes Zeichen, die haben ziemlich viel zu tun, weil nämlich in diesen Bereichen ziemlich viel gebaut wird. Und ich finde, an dieser Stelle ist das eigentlich eher ein gutes Zeichen. Wir müssen alles dafür tun, dass das schnell geht. Und gleichzeitig ist natürlich auch klar, je mehr dort auf den Weg gebracht wird, umso mehr haben diese Behörden auch zu tun. Also an dieser Stelle, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Der
letzte Punkt, den ich zur Sache, zur Frage Bauen ansprechen wollte, weil Herr Kasseckert mich noch einmal ausdrücklich darum gebeten hat, Stichwort Brandschutz. Wir haben bisher in der geltenden Bauordnung den § 14 zum Brandschutz. Da steht so schlicht der Satz drin, zum Schutz von schlafenden Personen müssen in Wohnungen die Schlafräume und Kinderzimmer usw. und in sonstigen Nutzungseinheiten die Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Das hat sich auf den ersten Blick völlig sinnvoll angehört. Der Rauchwarnmelder hat ja den Sinn, zu sagen, im Raum selbst zu warnen, nicht irgendwo entfernt einen Alarm auszulösen. Wenn man das aber ein bisschen weiterdenkt, das gilt auch, jetzt mal überspitzt gesagt, auch im Gefängnis und der geschlossenen Psychiatrie. Da wird dann derjenige gewarnt, der da schläft, der kann aber trotzdem nicht raus. Es würde im Zweifel auch gelten im Krankenhaus, wo jemand frisch operiert ist und sich nicht selbst retten kann. Der Rauchwarnmelder soll ja quasi die Selbstrettung ermöglichen. Das sind aber alles Sonderbauten. Das heißt, die brauchen ein Brandschutzkonzept, in aller Regel mit einer Brandmeldeanlage. Das heißt, es muss Alarm ausgelöst werden. Aber ob das sinnvoll ist, das genau da immer auszulösen oder es nicht woanders laut sein sollte, das ist am Ende der Grund, warum wir da eine Veränderung machen wollen. Und da gab es die Sorge, dass dann bei bestehenden Gebäuden nicht mehr nachgerüstet wird. An dieser Stelle kann ich ausdrücklich sagen, diese Sorge haben wir nicht. Es gibt eine Regelungslücke bei Beherbergungsbetrieben und auch bei Kitas. Das kann man aber per Verordnung regeln. Und ich glaube, dass wir deshalb beides an dieser Stelle machen, eine Korrektur einer Regelung, die sinnvoll ist, und gleichzeitig dem Brandschutz weiter zu seinem Recht verhelfen. Und jetzt der zweite große Punkt, nämlich der Mobilfunk. Die Kollegin Sinemus sitzt dort. Da haben wir ja lange geredet über die Frage, ob wir das jetzt hier vorziehen können. Sie hat da sehr darauf gedrungen, dass wir das tun. Wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, wie wichtig belastbare Mobilfunk- und Internetverbindungen sind. Wir wollen alles dafür tun, dass wir an dieser Stelle mehr Möglichkeiten bekommen. Das heißt, wir brauchen auch für den Fortschritt in der Digitalisierung einen schnellen Ausbau des Mobilfunknetzes. Wir haben im Herbst 2018 den Mobilfunkpakt mit den drei Netzbetreibern beschlossen. Da soll es 800 neue Standorte, 4.000 Standortmodernisierung geben. Und an dieser Stelle ist klar, dass wir wollen, dass auch da schlankere Genehmigungsverfahren Platz greifen. Und das wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf aufgegriffen. Und ich will das an dieser Stelle mal ausdrücklich sagen und betonen. Hessen ist das erste Land, das die Regelung der Musterbauordnung zur Genehmigungsfreiheit von Mobilfunkmasten mit einer Höhe bis zu 15 Metern einführt, weil wir glauben, dass wir an dieser Stelle das machen können, das zur Beschleunigung beiträgt. Weil es aber über 10 Meter ist, wollen wir, dass die Prüfsachverständigen noch einmal einen Blick darauf werfen. Und ich jedenfalls bin sehr optimistisch, dass wir mit diesem Gesetzentwurf etwas vorgelegt haben, was auch den Ausbau des Mobilfunks beschleunigt. Und die Präsidentin muss mich nicht daran erinnern, dass die Redezeit vorbei ist, weil ich habe nämlich noch anderthalb Minuten. Ich bedanke mich trotzdem. Vielen Dank. Es hat sich noch einmal Herr Lenders zu Wort gemeldet. Gleich ist desinfiziert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe mich nur noch einmal zu Wort gemeldet, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, weil eine Sache, die Herr Schalauske angesprochen hat, mich auch schon eine ganze Weile beschäftigt, auch seit der letzten Evaluierung der hessischen Bauordnung. Das ist tatsächlich die Frage der Barrierefreiheit. Es sind 10 Minuten hier nicht wirklich ausreichend, um das im Detail darzulegen. Aber Herr Schalauske, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich Sie nicht davon überzeugen kann, dann morgen noch dem Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN zuzustimmen, so wie wir das machen werden. Aber ich will Ihnen zumindest das mit an die Hand geben und mal einen Aspekt zum Nachdenken mitgeben. Die serielle Vorfertigung. Die serielle Vorfertigung bietet eben auch die Möglichkeit. Einer der meisten Blöcke, die vorgefertigt werden, sind z.B. die Toiletten, sind die Badezimmer. Und Sie könnten z.B. die Toilettenhöhe einfach vorgeben.
Einfach, wenn die Toilettenhöhe ein bisschen nach oben gehupft wird, als das, was in der DIN-Norm so drin rumsteht, würden Sie vielen Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, die gehbehindert sind, älteren Menschen schon helfen. Sie könnten Standards setzen, alleine was die Türbreiten anbelangt, damit ein Rollstuhl auch da durchpasst. Da müssen wir noch nicht von barrierefrei, da können wir von barrierearm reden. Wir können die Frage der Wandvorfertigung, sodass man entsprechende Hilfeleistungen kann man sofort vorsehen in einer seriellen Vorfertigung. Herr Schalauske, deswegen habe ich in meiner Rede gesagt, das, was die serielle Vorfertigung an Tiefe uns noch bietet, die Möglichkeiten haben wir noch gar nicht ausgelotet. Aber ich würde gerne mit Ihnen in die Diskussion eintreten, wie wir Barrierefreiheit für Menschen beim Wohnen verbessern können in Hessen. Und jeder, der glaubt, der heute hier auf seinem Stuhl sitzt, er wäre nicht davon betroffen, den kann ich nur davor warnen, morgen ein Unfall und Sie sitzen im Rollstuhl, Sie haben einen Herzinfarkt und kommen die Treppen nicht rauf. Es wird jeden, es kann jeden betreffen, meine Damen und Herren. Und deswegen glaube ich auch, ist in der Typenbaugenehmigung, in der seriellen Vorfertigung eine Chance auch für die Barrierefreiheit. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, dann haben wir die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten zur Änderung der hessischen Bauordnung, die gemeinsam mit der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz zur Änderung der hessischen Bauordnung mit aufgerufen war. Der Änderungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben wir abgehalten. Es hat stattgefunden und wir haben es verabredet, dass wir morgen darüber dann abstimmen lassen.